Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von dem Szenario Eden am Ende. Ja, und beim letzten Mal hatten wir unsere ersten Erfolge gefeiert, nachdem der erste Try ziemlich in die Hose ging. Hier haben wir noch ein paar Steine, sehe ich gerade, die stacke ich mir gleich mit rein. Und ja, wir haben das eigentlich jetzt ganz gut im Griff, haben das Szenario, denke ich, so gut wie es geht verstanden, haben es verinnerlicht, wie man es überhaupt bespielt. Und haben auch hier eben mit dieser Anzeige, ich kann es nicht nochmal erwähnen, ein Ass im Ärmel gehabt, das ich vorher einfach nicht hatte und es mir damit kaum möglich war zu arbeiten. Was ich hier allerdings sehe, unsere Luft geht so langsam den Bach runter, liegt an Ziegelei und Sägewerk zum Beispiel. Da müssen wir, glaube ich, mal langsam was tun. Wir haben hier noch Ruinen. Ja, die entfernen wir natürlich gerne. Das war jetzt, kam jetzt nicht ungelegen, sage ich jetzt mal. Hier hätten wir sogar noch eine Fabrik. Die machen wir natürlich sofort weg. Dauert allerdings 20 Minuten nochmal. Ja, hier oben geht die Luzi natürlich schon am meisten ab. Und hier hätten wir auch nochmal Einfluss der Luftqualität. Anforderungen, sehe ich es gerade richtig? 1 Stunde 40 Minuten? 1 Stunde und 40 Minuten. Gut. Heißt auf gut Deutsch, unsere Goldmedaille, die können wir schon mal so ganz dezent in die Tonne treten, denn das geht schon nicht mehr. Wie gesagt, war mir jetzt auch nicht das Wichtigste. Ich bin immer nie ein Freund von Zielen, die auf Zeit sind. Das, also zumindest beim ersten Run nicht. Das kann man ja dann, wenn man es schon mal geschafft hat, gerne machen. Und ja, weiß jetzt nicht, ob macht das schon Sinn? Ich meine, da müssen wir 1 Stunde 40 Minuten auf unsere gesamte Arbeiterkraft verzichten. Sehe ich jetzt tatsächlich nicht so. Hier hätten wir nochmal 20 Minuten. Allerdings auch mit jeder Menge Arbeitskraft, die wegfallen würde. Aber das geht schon. Ich meine, weg muss es. Hilft alles nichts. Lieber jetzt als später. Was haben wir hier oben eigentlich? Stromkabel. Wo haben wir denn die rausgezogen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Bin verwirrt. Verwirrung macht sich breit. Was sich nicht breit macht, ist Holz. Das ist nämlich hier weg. Das nehme ich hier weg. Dann kannst du auch weg. Und du kannst auch weg. Ja, das mit dem Holz ist jetzt schon ein bisschen heftig. Zumal ich diese Forstsachen irgendwie gar nicht so leicht bekomme. Das wären nämlich hier, diese Kollegen hier. Dafür brauche ich aber irgendwelche komischen Tassen oder Teekannen, die ich nicht habe. Okay. Aber die gute andere Nachricht ist, es fehlt uns nur noch an verdammten Werkzeugen. Denn die Arbeitskleidung kickt rein. Die andere Frage ist, reicht uns die Arbeitskleidung, die reinkommt? Die würde sogar so reichen. Die würde sogar so reichen. Ja, ja. Doch, die reicht. Maisfarm. Maisfarm wäre noch interessant, denn Mais kommt in die Silos rein. Werden wir jetzt auch als nächstes machen. Unsere Bodenqualität ist absolut im Reinen und hat gar kein Problem damit, dass wir eine Maisplantage errichten möchten. Das machen wir. Kostet auch nur 10. Und wir haben den Bonus bekommen. Mischkultur. Mischkulturen haben einen positiven Effekt auf die Bodenqualität. Sie entstehen durch abwechslungsreiches Platzieren von Farmen, weil wir innerhalb von diesem grünen Radius, den die Kollegen hier haben, zwei verschiedene wie sagt man denn? Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Wortfindungsstörungen. Wer kennt es nicht? Anbauten haben, an Bodenpflanzen. Das kann man hier eigentlich ganz gut zumachen. Das ist ganz angenehm. Gut. Dann hast du dein Zeug schon mal, wenn ich es auch ausbauen würde. Keine Felder, keine Arbeit. Richtig. Ein bekannter Spruch aus der Arbeitswelt. Und hier haben wir jetzt minus 1. Okay, da kommt die minus 1 wahrscheinlich noch. Also die kriegen sie dann trotzdem den minus 1 auf Bodenqualität, weil hier eigentlich steht... Mischkulturen haben einen positiven Effekt auf die Bodenqualität. Naja. Wir haben Bestände vom Fisch überfischt. What? Ich war das aber nicht. Ich war das bestimmt nicht. Schaut's denn da aus? 80? Ja. Naja, geht doch. Hier ein bisschen. Okay.
Ein bisschen. Ist nicht so dramatisch. Da oben. Jetzt. Oh. Aha. Doch. Da oben ist was leer gegangen. Da oben ist was leer gegangen. Produzieren wir denn viel zu viel Fisch? Wäre jetzt die Frage. Ich glaube, aktuell sogar schon, oder? Viel zu viel Fisch, oder? Ja, doch. Viel zu viel. Der arbeitet mit 300%. Kann man da sagen, das hier nicht, bitte? Geht das? Ich würde jetzt ungern eins wegfischen lassen. Das war auch nur ein 30er, deswegen geht das so ein bisschen schnell, oder? Ja. Ja. Schwer zu sagen, ob die Zeit reicht, dass es sich bis dahin erholt. Aber es war eh nur so ein 30er, gibt plus 1 auf Wasserqualität. Wird er zurück, erholt sich's dann schon? Das ist die Frage. Wie viel Zeit dauert es, bis es sich wieder erholt? Na, immer noch 19. Wie funktioniert das System? Wie funktioniert das? Hier müssten wir dann Aquakulturen bauen, um dem entgegenzuwirken. Naja, wir behalten es mal im Auge und wenn es noch schlimmer wird, reagieren wir hoffentlich adäquat. Das wäre schön. Da haben wir ja ein Item. Beeinflusst die Fischerei und gibt uns zusätzlich Fische. Wenn wir das da oben reinpacken würden, fischen sie dieses Ding nicht mehr so schnell leer, oder? Weil die Produktivität sinkt. Ja, schwierig zu sagen, wenn man es nicht weiß. Man kann eigentlich nur mutmaßen. Wir kriegen sowieso keine zwei Fische rein in der Handelskammer rein. Deswegen probiere ich es jetzt doch hier oben einfach mal aus, wenn man mich zumindest lässt vom Bauen her. Geht sich gerade so aus. Und wir hauen mal unsere Koralle da rein. Und wir sehen, sie ist aktiv, das passt schon mal. Produzieren jetzt eben passiv die Fische. Die Produktivität geht hier allerdings runter. Und das schont hoffentlich diesen Fischbestand hier. Ich würde dem gern sagen, dahin nicht gehen. Das würde ich gerne machen. Ansonsten machen wir mal ganz kurz aus. Ja, ja, Packer, Packer. Da machen wir mal ganz kurz aus. Und lassen sich den Kollegen hier wieder erholen. Schauen wir ganz kurz, ob das dann von der Produktivität immer noch passt. Ja, passt eh. Dann lassen wir das doch mal so. Und schauen. Vielleicht hier noch eine hin. Und das Item vielleicht sogar lieber da rein. Ne? Weil der andere ist jetzt da hinten gar nicht aktiv. Wo ist er? Da. Komm mal raus. Wir schicken dich dann doch hier unten in die Reihen. So. Aber hier scheint die Gefahr der Überfischung nicht stattzufinden so stark. Ein bisschen. Und sie produzieren dann Passivfische. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Muss ich nochmal gucken, wo die Reise dahin geht. Wir haben natürlich schön unsere Eisenfarm jetzt, Eisenvorkommen zugebaut, massiverweise. Aber gut. Und ob man das da hat oder da drüben, das würde dann schon auch noch gehen. So ist es ja nicht. Hier haben wir übrigens noch irgendeine Aufgabe zu erledigen. Hier oben will man schon wieder was von uns. Das Leben hier ist großartig. Eine Wimmelbildaufgabe für zweimal Herbarium. Na, immer her damit. Finden und holen Sie die Delfinschule. Da. Das war schwer. Warum? Freunde, warum mache ich solche Aufgaben? Das macht doch keinen Sinn. Naja, gut. Oh, was haben wir hier eigentlich? Da habe ich was übersehen. Trümmerhaufen. Schauen wir mal, was hier alles gibt. Habe ich glatt übersehen. Was fehlt denn nochmal? Arbeitskleidung?
nach wie vor. Reicht das nicht mit der Arbeitskleidung oder was? Das reicht doch. Warum reicht's nicht? Warum reicht es nicht? Also die Silos arbeiten. Landwirtschaftliche Verbesserung. Ja, genau. 200%. 200%. Genau. Das heißt doch, wir müssten jetzt bald jede Menge Alpaka, Wolle und Rinder im Lager haben, oder? Naja, geht so. Und du arbeitest mir ganz normal 100%. Es ist kompliziert manchmal. Haben wir hier nochmal? Das ist schon weg, leider. Auch schon weg. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das reinkommt. Jetzt haben wir gerade ein bisschen wenig Handlungsspielraum, was wir denn tun können. Immerhin, die Qualität schaut noch gut aus. Plus 23 beim Boden sogar. Beim Wasser nur noch plus 5. Ja, ja, genau. Alpaka-Farm, das hat natürlich reingehauen. Das hat natürlich reingehauen. Warte mal. Eine ganz andere Sache. Einfluss auf Umweltfaktor minus 30%. Das heißt, es ist negativ. Ich habe das so gelesen, dass man quasi, ja, von dem Malus minus 30% bekommt. Also in dem Sinne was Positives. Aber so wie sich das hier darstellt, macht die Rinderfarm jetzt nämlich minus 14 und die Alpaka-Farm auch minus 14. Normalerweise würden sie aber nur minus 10 machen. Andererseits können wir 25% mehr Module errichten, also ein Modul mehr. Und sie sind dadurch effektiver. Was aber hier noch nicht so ganz rauskommt, ja doch, jetzt fängt es langsam an, dass es effektiver arbeitet. Die Frage ist nur, warum sollten wir das machen? Wenn wir eine zweite Arbeitskleidungsfabrik, reicht es dann nämlich auch wieder nicht. Ja, okay. Wäre jetzt eine Möglichkeit, dass wir das dann wieder rausnehmen. Habe ich falsch gelesen? Ich dachte, es reduziert das Ganze. Das heißt, wir müssen nach Items Ausschau halten, die plus 30% machen. Hier aber auch minus 20%. Das würde ja gar keinen Sinn ergeben, dieses Item. Da hätte man ja nur negative Einflüsse. Von der Produktivität minus 20 und Umwelt minus 20. Oder wir haben jetzt minus 14, weil wir noch ein Modul mehr dazu genommen haben und die Dinge auf 200% laufen. Das könnte natürlich auch noch sein, weil wir Silos angeschlossen haben, laufen die Dinge auf 200%. Und das heißt, dann geht es nämlich auf. Es müsste eigentlich minus 20 pro Farm sein, haben aber nur minus 14, weil wir unser Item aktiv haben. Dann passt es doch wieder. Gut, mein Fehler, habe richtig gedacht, war kurz verwirrt. Entschuldigung. Eine Entscheidung. Arbeitsunfälle des Weiteren. Ja, die Unterhaltskosten, muss ich mal ganz ehrlich sagen, interessieren mich einen Scheiß. Geld ist hier überhaupt kein Problem in diesem Szenario. Das passt schon. Kann man immer wieder gerne mit reinnehmen. Wir brauchen dann neben der Arbeitskleidung. Wieso geht die Arbeitskleidung nicht hoch? Warum nicht? Warum nicht? Warum geht die Arbeitskleidung nicht hoch? Wo ist sie? 2 von 2. Aber irgendwie bleibt sie bei 0. Why though? Funktioniert hier alles? Plus 1. Wird es auch abgeholt und hier reingelagert? Wird es auch. What's the deal, bro? What's the deal? Weil einfach so eine neu bauen ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Wobei, halt stopp, die macht ja gar nichts. Die macht ja gar nichts. Sollen wir das probieren, noch eine zu bauen? Interesting. Interesting thought.
Irgendwie reicht die nicht. Aber sie müsste eigentlich reichen. Deswegen bin ich ja so verwirrt. Bin so maximal verwirrt. Warum erreicht sie nicht seine komplette Produktivität? Why? Was wir mal kurz ausprobieren können ist, wir nehmen es ihnen weg, sagen, bitte benutzt es nicht, ihr Vögel. Und lassen uns mal erstmal so einen Stock bilden. Und schauen dann, dass sich das Ganze hier ein bisschen einlagert und dass wir dann für die Erweiterung zu den Operos das Ganze erst freigeben. Das wäre jetzt noch so eine Idee. Damit könnte ich, glaube ich, gut leben. Das andere, was wir jetzt natürlich als nächstes brauchen, wären Werkzeuge. Und Werkzeuge tun ein bisschen weh. Denn für Werkzeuge müssen wir wieder Holz fällen. Und das schlecht. Das ist schlecht für die Luftqualität. Das ist ganz schlecht. Aber es wird anscheinend kein Weg dran vorbei. Frage ist nur... Hier ist nochmal was. Also in 4,5 Minuten kommt dahingehend eh was. Hier haben wir noch Kohle übersehen. Ansonsten haben wir nämlich die kleinen Ruinen da mal alle weg, ne? Das ist die Insel jetzt schon frei. Schon mal gut ist. Und löblich auch. Hier wollten wir doch irgendwas einsammeln noch. Was ist das denn? Aha, Flaschenpost. Lieber Manuel, Mama sagt, dass du jetzt unter dem Meer wohnst. Ich vermisse dich. Papa weint jetzt immer und Mama ist so sauer und ich habe Angst. Ich will mit dir unter dem Meer wohnen. Schreib mir zurück, ich hab dich lieb. Und du bist lit, Junge, auch wenn du weit weg bist. Deine Lieblingsschwester Isabel. Oh, die Isabel? Haben wir da sensible Informationen erlangt von der Isabel? Kann das sein? Schauen wir mal, was wir jetzt mit dieser Flaschenpost des Weiteren anfangen. Das ist so ein bisschen vage gehalten. Die Flasche sieht ziemlich alt aus. Mit Linksklick öffnest du sie darin und liest den Brief. Haben wir gemacht. Wir haben ein bisschen Stromkabel und wir haben Stahlträger mitgenommen. Nehmen wir natürlich gerne. Unsere Arbeitskraft geht gerade runter. Ja klar, weil sie keine Versorgung mehr hier haben. Dann bauen wir noch ein paar Häuser mehr. Müssen ja nicht so viele sein, glaube ich. So, machen wir den Blueprint-Modus. Der ist eh an. Wird dann hier schon mal ein bisschen weiter planen. So und so. Weiß natürlich nicht, ob hier nochmal Servicegebäude reinkommen müssen oder nicht. Ich weiß es schlichtweg nicht. Hier geht's schön aus. Hier oben, wunderbar. Viererdings, Viererdings. So. So. Produktivität. Ja, jetzt wird's mit dem Fisch ein bisschen gar. Jetzt haben wir das Problem, dass der Fisch reinknallt. Mal gucken, aber da haben wir, glaube ich, noch ein relativ hohes Lager. Fisch. In 80, ja, geht noch, geht noch. Geht noch, geht noch. Da man hier weiterhin vorsichtig arbeiten muss, hilft das alles nichts. Hinten, was haben wir hier? Ist da auch nochmal was. Aber nichts zum Entdecken, so wie es aussieht. Nee, triggerst du da nichts da hinten? Ehrlich? Ehrlich, gar nichts. Hier kann ich doch was andrücken. Hafen der Pyrphoria. Navigieren Sie Ihr Schiff näher heran. Ich wusste es doch, dass hier hinten noch was geht. Wasser nimmt wieder zu. Das ist nur noch bei plus 7. Ja, für die Werkzeuge. Überstürzt? Schauen wir doch mal, was sie zurückgelassen haben. Vielleicht ist es hochgradig sensibel, interessant und wir können es benutzen. Machen wir so einen kleinen Außenposten als Lager nochmal. Und wir schauen einfach mal. Und die Miranda. So. 16 bei Strom. Werkzeuge. Leck mich im Arsch. Okay.
Noch mal ein bisschen Holz. Kann man noch mal ran? Nee, das war's erstmal. Aber 16 Werkzeuge, das ist doch schon mal schön. Dann nehmen wir euch das auch erstmal weg. Wir werden das wohl trotzdem produzieren müssen. Und wir können ja schon mal alles andere an den Start bringen. Zum Beispiel dich, wobei wir einfach keine Arbeitskraft haben. Du machst minus 5 auf Luft. Oh wei, oh wei, oh wei. Da geht's aber nass rein mit der Luft. Das wird ein bisschen schwierig, wenn wir hier nicht bald noch was wegmachen. Aber da dauert es 30 Sekunden. Da geht der nächste minus 9er weg. Und Arbeitskraft kommt wieder rein. Das müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen aussitzen. Und dafür haben wir die Fische mehr oder weniger geopfert. Kommt Arbeitskleidung langsam rein, aber sehr langsam. Arbeitskleidung, ganz langsam arbeiten die. Wahrscheinlich, ja klar, die arbeiten ja mit 200%. Das heißt, ich kann natürlich noch eine zweite Arbeitskleidung bauen. Das sind natürlich auch wieder... Hier, haben wir hier, ja. Das kommt weg. Wir haben wieder Arbeitskraft. Die brauchen wir auch bitter. Denn wir können hier eine zweite davon bauen. Machen wir das mal so. Dann kommt er nämlich noch ganz schön an das Lagerhaus da unten ran. Und das kriegt hier nochmal so einen Bypass, damit es schneller da ist. Gut, 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 gut. Wasser passt. Luft ist auch wieder besser. Arbeitskleidung müsste noch mehr reinkommen. Wir waren dabei, uns an Werkzeugen zu versuchen. Das heißt, wir benötigen dummerweise wieder eine Holzfällerhütte. Das ist ein bisschen doof. Dann haben wir hier die letzten Bäume noch zusammen. Würde ich sagen. So. So. Eisen, Holz. Und dann, straight up, Luft, 16. Hauen wir uns hier noch das Ding ins Gesicht. Bauen wir mal zwei, man weiß ja nie. Auch wenn ich gar nicht so erbricht drauf bin, den zweiten auch noch zu bauen. Muss jetzt gar nicht sein wegen mir. So, dann machen wir doch sowas. Und wir stellen erfolgreich unsere ersten eigenen Werkzeuge her. Schönes Haus. Schönes Haus. Tools Workshop since 1811. Da ist richtig Tradition dahinter. Wunderbar. So. Bedeutet für mich, für euch, für alle, dass wir uns langsam um die ersten Aufstufungen kümmern können. Wenn wir dir nämlich das geben und das geben, dann müsste es relativ schnell gehen, dass wir hier auf leveln können und weiter in der Quest-Reihe voranschreiten. Hier kann auch wieder was weg. Minus 9 Bodenrichtwert. Und wir haben hier noch Stahlträger. Und hier Ziegelsteine. Super. Ja, so viel bleibt nicht mehr. Da bleibt der dicke Oschi hier oben noch. Und der dauert eine Stunde 40. Eine Stunde 40. Da haben wir aber ordentlich Luftqualität nochmal dazu gewonnen. Ja, wir haben die 300. Komm, was soll jetzt rein in die Masse? Das dauert eine Stunde 40. Je schneller wir das Ding anfangen, desto besser. Und dann würde ich sagen, ist die Frage, fangen wir schon mit dem Ding hier an oder nicht? Nee, können wir noch nicht, denn wir brauchen noch mehr Jandaliere Arbeitskraft. Und auch so ein paar mehr Ressourcen mehr. Da können wir noch nicht mit anfangen, aber den machen wir schon mal weg. Das ist dann doch wichtig. Geld passt. Diese Flaschenpost weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wohin mit mir und dieser Flaschenpost. Und noch ein bisschen weiter, ob es hier so ein bisschen was gibt, ne? Und suchen vielleicht nochmal nach einem Item, das uns helfen würde. Wo haben wir denn die ersten Probleme? 32 dann nicht. Wasser, Wasser. Sind auch wieder Tierhöfe. Warum ist das bei Wasser mit Tierhöfen? Das haben wir, glaube ich. Ne, Futterzusätze. Einfluss auf Umwelt plus 20. Das ist ja quasi der Gegenpart von dem, was wir da an der mit dem Klärtank haben. Das wäre jetzt nicht so der Sinn der Sache.
Aufbereitungsanlage haben wir noch nicht. Da ist die Fischerei mit Produktivität plus 20%. Einfluss auf Umweltfaktor hier, das wäre gar nicht verkehrt. Haben wir aber natürlich noch nicht, wegen diesen komischen Teekannen. Aber diese Meisterin hier mit dem plus 20%, ich glaube, die lasse ich mir dann doch schmecken. Jetzt ist unser Schiff gerade weg. Schauen wir mal, ob es hier noch was zum Erkunden gibt. Wer hat denn hier ein schönes Steinkreuz hingelegt? Ist hier jemand verstorben oder was soll das bedeuten? Oder gibt es hier einen sagenumwobenen Schatz, der nur darauf wartet, von uns geborgen zu werden? Genau, das ist mir auch aufgefallen. Was für ein seltsames Muster. Ach, deswegen sagt dieser ein seltsames Muster. Ich glaube, ich hatte in der allerersten Aufnahme, habe ich hier gerade schön vor mich hingebaut. Dachte mir, ja, so sieht Stadtlayout gar nicht schlecht aus. Und dann kommt die Kollegin da unten und sagt, was für ein seltsames Muster. Und ich dachte, die beschwert sich, dass ich so schlecht baue. Dabei meint die Ditte hier. Und da wollen wir natürlich mal schauen, was es hier gibt. Aber die Frage ist, wie? Ja, ich kann hier nicht reinklicken. Nee, gibt er mir nichts. Tja. Nee, gibt er mir nichts. Dann bitte schön nach Hause. Wir wollen Sachen umwandeln, um Items zu bekommen. Bitte schön. Dann könnten wir nämlich diese Fischerei hier auch nochmal produktiver werden lassen. Ja, das passt alles. Ich denke, das haben wir gar nicht so schlecht angestellt mit den Fischen bisher. Zumindest sieht es hier nirgends nach Überfischung aus. Ist eigentlich recht im Einklang. Frage ist jetzt, wenn wir das Item da reinsetzen, wie es dann aussieht. Okay, klar. Ja, hier geht die Party jetzt so richtig ab. Wir haben die ersten Roberos am Start. Und zwar ganz genau jetzt. Wir helfen Ihnen, etwas Besseres aufzubauen. Da sind sie, meine Freunde, die ersten Obreros. Oh ja, Brühkaffee. Aha. Jetzt, da die Siedlung steht, können wir mit dem Bau des Staudamms beginnen. Jetzt steht die Siedlung, ja. Und das unten ist Atole. Jetzt weiß ich gar nicht, was das ist tatsächlich. Könnt ihr mich hier mal aufklären, wenn es einer weiß. Filzhut, das kenne ich. Und Brühkaffee auch. Tortillas übrigens auch. Okay, jetzt, jetzt kommt die Questreihe mit dem Staudamm. Bauen Sie den Staudamm. Gut, wir haben aber gesagt, wir warten da noch ein bisschen. Zumindest so lange, wie das hier runter tickert, glaube ich, weil die so viele Arbeitskraft bindet. Denn für den Bau des Staudammes benötigen wir, glaube ich, 600. Ja, ja, doch. Das ist ein bisschen viel. Allerdings jetzt eine Stunde 35 warten, bis wir damit anfangen können. Und wir haben ja eh schon 424. Ja. Dann bauen wir noch ein bisschen aus hier. Schauen wir mal, wo wir so hinkommen. Die Frage, wie viel Obreros brauchen wir denn jetzt am Anfang? Und für was? Und überhaupt? Weil macht ja jetzt keinen Sinn, hier massivst aufzubauen. Die fressen uns das ganze Zeug leer. Wir brauchen interessanterweise keine Arbeitskleidung mehr. Das wäre der große Vorteil. Aber eben Werkzeuge. Und die Frage ist jetzt, wie gesagt, für was brauchen wir die Obreros? Wahrscheinlich. Meine Vermutung. Phase 1 geht ja noch mit Jornalero Arbeitskraft. Aber ich denke, in der spätestens zweiten Phase wird es dann eben die Obreros benötigen. Und da schauen wir mal, dass wir da jetzt langsam hinkommen. Und dafür brauchen wir eben 600 Arbeitskraft der guten Jornaleros. Hier gibt es dann gleich noch eine Feuerwehr und ein Rathaus gibt es wieder. Ja, schön. Ja, schön. Das ist schön. Das werden wir dann auch hier irgendwo reinsetzen, denke ich mal. Da werden wir uns hier schon mal ein Plätzchen freilassen. Und den Rest füllen wir, wie gehabt, schön auf. So, Blueprint-Modus aktiviert, dass wir einfach hier mal so ein paar... Ach halt. Wer spekuliert? Einmal den Weg hier weg. Einmal den Weg hier runter. Und wieder Häuser rangebaut.
Da lassen wir Platz für die Feuerwehr, die etwaige. Was eine reicht, ist das die andere Frage? Oder hauen wir sie nicht einfach irgendwo an die Seite ran? Hier passt es gar nicht. Dann machen wir sowas erstmal. Gut. So, so und so. Dann lassen wir es erstmal so, lassen die Kollegen hier einziehen. Bananentechnisch, jetzt ist wieder alles auf dem Prüfstand. Genau, genau, jetzt haben wir das Problem. Allerdings der Bodenwert ist super. Da oben können wir keine Bananen mehr bauen. Wir haben eh schon zweimal Banane. Hier, hier und hier. Setz dich lieber in den Schatten, Chefe. Tja, wohin mit der nächsten Bananenproduktion? Vielleicht hier oben hin. Hm? Schön bei Steinproduktion hier oben. Klingt auch ein bisschen hässlich dann hier runter. Das füllen wir nämlich niemals aus. Könnten wir vielleicht noch geschicktere Lösungen finden? Wie wäre es denn hiermit? Einmal hier so hin. Das sind ja nur 64, ist ja quasi gar nichts. Hier ist es schon wieder voll. Ausbauen. Passt. Das können wir jetzt übrigens auch ausbauen, das ist ganz angenehm. Kostet natürlich auch was. Ja, wir kämpfen uns langsam an die 600er Arbeitskraft der Journaleros vor. Und die erste Phase des Staudammes bauen zu können und generell einfach ein bisschen zu expandieren. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert und wo wir dahin hinkommen. Für heute soll es das Ganze gewesen sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.